Immer mehr Menschen arbeiten in Deutschland nur dann, wenn die Firma ruft. Mal 10, mal 40 Stunden pro Woche. Unkalkulierbar. Man kann gar nichts planen. Zum Beispiel weiß man auch gar nicht, ob man nächstes Jahr über Urlaub machen kann. Die Beschäftigten stehen unter Druck, immer bereit für die nächste Schicht. Und End vom Lied war letztendlich, ich bin quasi mit 2 Gläsern Wein ans Steuer gestiegen, wir haben die Kinder aus dem Bett geholt und sind dann ausgefahren, damit ich dann morgens um 5 Uhr arbeiten kann. So unsicher wie die Arbeitszeiten ist auch das Einkommen. Arbeit auf Abruf, moderne Tagelöhner und die Politik schaut zu. Warum gehen Sie nicht gegen Arbeit auf Abruf vor? Entschuldigung, aber wir müssen jetzt wirklich in die Veranstaltung. Profitmaximierung auf Kosten der Arbeitnehmer. Ich finde, das war die heutige Zeit einen solchen Skandal. Also ich würde diese Verträge nie akzeptieren. ZDF Zoom fragt, immer flexibler, immer billiger ist der deutsche Arbeitsmarkt noch gerecht. Wer kennt das nicht? Mittwochmorgen, gähnende Leere in den Fußgängerzonen. Samstags ist es dann brechend voll. Da braucht es mal wenige und mal ganz viele Verkäufer. Dieses Problem lösen inzwischen viele Unternehmen über seltsame Arbeitsverträge. Besonders in der Bekleidungsbranche, wie etwa bei H&M. Ich will vom Unternehmen wissen, warum diese Verträge so boomen. Keine Antwort. Mitarbeiter zögern, mit mir zu sprechen. Es dauert Monate, bis eine Verkäuferin schließlich bereit ist, sich mit mir nach ihrer Schicht zu treffen. Sie hat ihre Gehaltsabrechnungen dabei. Also im Juni habe ich ungefähr 440 Euro verdient. Und in August waren es halt über 1.000 Euro, knapp 1.100. Und da merkt man halt die Schwankungen sehr. Wie lebt man denn da? Wie macht man das? Man muss ja Miete bezahlen. Ja, man ist immer wirklich auf ein Dispo angewiesen. Also anders geht's nicht. Entweder hat man Eltern, die einem helfen, oder einen Partner. War Ihnen das von Anfang an klar? Oder haben Sie gedacht, das ist ein Job, von dem kann ich leben? Ich war damals eigentlich nur ganz froh, dass ich endlich einen Job habe, wo ich dann halt auch richtig reinkomme. Es war H&M, ich mochte H&M früher halt sehr gerne. Eigentlich bräuchte sie mehrere Jobs, aber das ist bei ihren schwankenden Einsatzzeiten kaum möglich. Ich treffe die Verkäuferin nach der Schicht. Wir nennen sie Nika. Das ist nicht ihr echter Name. Sie möchte lieber nicht erkannt werden. Seit 5 Jahren arbeitet Nika bei H&M, in der Hoffnung, irgendwann eine Vollzeitstelle ergattern zu können. Im Handel sind die aber selten geworden. Nika hat 10 Stunden die Woche fest. Der Rest läuft unter Mehrarbeit. Flexkräfte nennt H&M Mitarbeiterinnen wie sie. Es gibt Monate, da arbeitet man tatsächlich nur 40 Stunden. Dann gibt es Monate, da arbeitet man 90, 100, manchmal sogar bis zu 150 Stunden im Monat. Also es ist wirklich sehr oft auch so, dass die anrufen und sagen, du, morgen könntest du da für eine Frühschicht oder auch eine Spätschicht mal kommen. Man hat meist auch keine andere Wahl, weil man möchte ja auch die Schichten haben. Also es ist ja auch so, dass man damit sein Gehalt auch erhöht, ne? Sie wollen bald heiraten. Sie haben auch gesagt, Sie wollen gerne eine Familie gründen. Geht das mit so einem Vertrag? Mit so einem Vertrag geht das auf gar keinen Fall, nein. Leider nicht. Verstehen Sie, dass es solche Verträge gibt wie Ihren? Das ist nicht richtig, auf gar keinen Fall. Es ist nicht menschlich, es ist nicht gerecht. Es ist auf gar keinen Fall richtig. Ich verstehe auch gar nicht, warum das sowas in Deutschland gibt. Weil es ein Gesetz gibt, das Arbeit auf Abruf erlaubt. Paragraph 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Deshalb steht zum Beispiel in einem solchen H&M Arbeitsvertrag: Dem Mitarbeiter ist bekannt, dass die Vergütung variieren kann und somit gegebenenfalls nicht geeignet ist, eine stabile Einkommensgrundlage zu liefern. Uns gegenüber betont das Unternehmen, Arbeit auf Abruf sei nur etwas für Nebenjobs, vorwiegend für Studenten und Mütter. Wir haben den Eindruck, dass H&M erkannt hat, dass das Gesetz größere Spielräume lässt. Denn 2001 waren laut H&M noch 47% der Verkäufer Vollzeit angestellt. 22% arbeiteten als Abrufkräfte.
Für 2016 erfragten Betriebsräte die Werte von knapp einem Viertel der Filialen. Dort hat sich das Verhältnis umgekehrt. 26% Vollzeit, 41% auf Abruf. Nun ist H&M beileibe nicht das einzige Unternehmen, bei dem Beschäftigte auf Abruf arbeiten. Ein Bummel durch die Stadt und man trifft sie überall. Branchen, die auf Abrufkräfte setzen. Neben Handel sind es zum Beispiel Gastronomie, Pflege, Kurierdienste, Medienunternehmen und sogar Wohlfahrtsverbände. Trotzdem ist Arbeit auf Abruf kaum erforscht. 1,5 Millionen Angestellte sollen Schätzungen zufolge so arbeiten. Die Zahl stammt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wie bewerten Sie dort Arbeit auf Abruf? Einerseits ist Flexibilität notwendig im modernen Arbeitsleben. Deswegen gibt es ja so etwas wie Jahresarbeitskonten und andere Teilzeitmodelle. Oft ganz im Sinne von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das, was Nika berichtete, klang aber anders. Nach totaler Unsicherheit. Karl Brenke hat als erster erforscht, was das für die 1,5 Millionen Abrufarbeiter bedeutet. Wenn wir da einen Strich drunter machen und wir schauen, wie Vor- und Nachteile zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verteilt sind, wie würden Sie das bilanzieren? Also das ist klar. Also die Vorteile liegen auf Seiten des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber hat den Vorteil, dass er Kosten spart. Er kann seine Kapazitäten viel besser auslasten. Er kann Arbeitskräfte danach einsetzen, wie denn gerade jetzt die Nachfrage nach seinen Gütern oder Dienstleistungen ist. Und der Arbeitnehmer hat eher das Nachsehen. Das heißt, Arbeit auf Abruf ist auch ein Stück Persönlichkeit auf Abruf. Nähern wir uns da so einem modernen Tagelöhnertum? Ja, das geht schon in die Richtung ein bisschen, dass man jetzt solche Beschäftigungsverhältnisse hat oder schafft, geschaffen hat, die hochflexibel sind und die wiederum auf so ein Tagelöhnertum hinauslaufen könnten. Wie viele Abrufarbeiter deshalb ihren Lohn noch mit Geld vom Staat aufstocken müssen, ist nicht erforscht. Wie sehr dieses Abrufsystem Menschen unter Druck setzt, zeigt sich mir am Frankfurter Flughafen. Auf dem Vorfeld kreuzen die Lastwagen der LSG, der Lufthansa Servicegesellschaft. Nach eigener Darstellung der weltweit größte Anbieter von Bordverpflegung. Umsatz 3 Milliarden Euro. Die Firma setzt exzessiv auf Abrufarbeit. Internen Dokumenten zufolge ist es jeder fünfte der knapp 6.000 Mitarbeiter, also bundesweit 1.200. Mit einem von ihnen bin ich verabredet, in seinem Wohnort im Taunus. Seit 17 Jahren arbeitet Ingo Fontaine auf Abruf. Seine Kinder Vivienne und Julien sind 10 und 8 Jahre alt. Als sie gehört haben, dass das Fernsehen kommt, wollten sie unbedingt auch selber erzählen, wie das ist mit Papas Arbeit. Wenn er frei hat, muss er dann, ruft irgendjemand an und dann muss er schon direkt wieder gehen. Und wie findest du das? Blöd. Zum Beispiel, er hat ganz lange gearbeitet und dann kommt er zurück, hat frei und dann probieren wir irgendwas zu planen, damit uns nicht so langweilig ist. Und dass wir einen schönen Tag verbringen und dann ruft die LSG an und fragt, ob er einspringen kann, weil jemand krank ist. Und dann sagt er halt, ja, ich komme, wir brauchen das Geld, also gehe ich da halt hin. Und dann sagt er zu uns halt, Entschuldigung, Kinder, ich kann nicht kommen, weil die LSG angerufen hat. Gleich geht es zur Schicht. Ingo Fontaine arbeitet fast Vollzeit. Laut Gesetz muss seine Firma 4 Tage vorher ankündigen, wenn sie ihn abrufen will. Aber oft kommt der Anruf kurzfristig und er sagt trotzdem ja. Je mehr es aufs Ende des Monats zugeht, fängt man an zu rechnen, wie viele Termine brauche ich, wie viel habe ich. Und dann ist der Druck natürlich größer, klar. Dann nimmt man natürlich so ziemlich alles an, wenn es irgendwie machbar ist, ne? Eine Stunde fährt er bis zum Werk am Flughafen. Manchmal steigt er direkt nach dem Anruf in den Wagen. Da ist er nicht der Einzige.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat in einer Befragung herausgefunden, nur 27% der Mitarbeiter auf Abruf werden tatsächlich 4 Tage vorher informiert. Die anderen werden kurzfristiger angefragt, wie an diesem Abend, als Ingo Fontaine selbst erschrak, wozu ihn der Druck des Arbeitsvertrags treibt. Er erinnert sich so. Ja, das war ein Wochenende, wo ich zu meinen Schwiegereltern gefahren bin. Und derjenige, der uns damals geplant hat, der hat mir dann gesagt, ich müsste am nächsten Tag reinkommen. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht, ich bin mein Schwiegereltern 270 Kilometer weg. Und dann hat er gesagt, ja, aber du bist geplant, du willst Termine haben, du musst kommen, du musst. Dann habe ich gesagt, ich habe schon 2 Gläser Wein getrunken. Dann hat er gesagt, das ist mir egal. Die Kinder lagen schon seit 2 Stunden im Bett. Und Ende vom Lied war letztendlich, ich habe mich mit meiner Frau in die Wolle gekriegt. Ich bin quasi dann mit 2 Gläsern Wein ans Steuer gestiegen, wir haben die Kinder aus dem Bett geholt und sind dann ausgefahren, damit ich dann morgens um 5 Uhr arbeiten kann. Das wird mir nie wieder passieren. Ich bin damit auch zum Betriebsrat gegangen, weil ich habe gesagt, so kann es nicht sein, dass man gezwungen oder erpresst wird. Geht die LSG tatsächlich so mit ihren Mitarbeitern um? Ein Interview lehnt die Firma ab. Wir schreiben, was Ingo Fontaine uns berichtet hat. Kurz darauf bietet die LSG ihm nach 17 Jahren überraschend einen Vollzeitjob an. Uns, antwortet die Firma. Laut Teilzeit- und Befristungsgesetz sind wir verpflichtet, die Mitarbeiter 4 Tage vor Einsatz zu informieren. Alle anderen Einsätze basieren ausschließlich auf Freiwilligkeit. Außerdem zeigt sich bei der LSG, welche Vorteile Unternehmen bei den Abrufverträgen noch haben. Man spart bei den lästigen Lohnnebenleistungen, zum Beispiel beim Krankengeld. Zum Vergleich, wird ein Festangestellter krank, bekommt er sein volles Gehalt 6 Wochen weiter. Abrufkräfte sehr viel weniger. Bei der LSG zum Beispiel nur für die Tage, für die man disponiert wurde. Maximal auch nur für 4 Tage. Danach eine Pauschale. Ein kleiner Verein in der Nähe des Flughafens setzt sich für die Abrufmitarbeiter ein. Auch Ingo Fontaines Kollegin Heidi Skolodek hat sich hier beraten lassen. Seit 9 Jahren ist sie bei der LSG. Man denkt, okay, super, es hört sich gut an. Natürlich gelber Ausweis, Lufthansa, Uniform, alles so Glamour, schön. Aber wenn man das länger macht, dann stellt man wirklich fest, das ist eine sehr diskriminierter Vertrag. Mit Folgen für die Krankenquote zum Beispiel. Die betrug bei den Stammkräften 12,5%, bei denen auf Abruf nur 3,8. Arbeiten Sie auch krank als Abrufmitarbeiter? Ja, sehr oft. Wenn man es sich nicht leisten kann, krank zu sein. Also wenn man krank ist, ist man eigentlich nicht krank, weil man weiß, wenn man 3 Wochen sich krank meldet, kriegt man eine gewisse Zeit halt eben bezahlt. Und die restlichen Tage kriegt man halt eben nur noch so eine Tagespauschale halt. Also kann man sich nicht erlauben, krank zu sein. Also geht man natürlich arbeiten und schleppt sich ein Stück weit durch. Ob das jetzt gut oder nicht gut, ist eine andere Frage, aber es ist halt so. Die LSG will sich zu den Krankenquoten nicht äußern. Man teilt uns aber mit: Eine Beschäftigung von arbeitsunfähigen Mitarbeitern findet nicht statt. Die Wut der Betroffenen über diese Arbeitsverträge ist groß. Als es außerdem noch Fehler in der Abrechnung gab, haben sich immer mehr Abrufkräfte an diese Anwaltskanzlei gewandt. Inzwischen hat sich Anwalt Hans-Christian Hotz auf Klagen gegen die LSG spezialisiert. Das sind so ungefähr, alles in allem, knapp 200 Akten. Eine dieser Klagen ist die von Heidi Skolodek. Anwalt Hotz würde gerne grundsätzlich die Praxis des massenhaften Einsatzes von Abrufkräften mit einer Klage durch alle Instanzen zu Fall bringen. Doch er findet kaum Beschäftigte, die sich das trauen. Ja, Klagen gegen den eigenen Arbeitgeber ist ja nie einfach, ist auch nie angenehm. Ja. Hinzu kommt, dass natürlich der Arbeitgeber direkt oder indirekt auch gewisse Druckmittel hat, um gerade bei Abrufmitarbeitern darauf zu reagieren. Es kam in der Vergangenheit tatsächlich dazu, dass die LSG die klagenden Arbeitnehmer darauf hingewiesen hat, so jetzt werdet ihr nur noch 10 Stunden pro Woche bezahlt. Zudem liegt uns ein Schreiben der LSG vor. Ein Schreiben zur Vorlage beim Sozialamt. Es wurde an die Mitarbeiter auf Abruf verteilt. Bei denen kommt das so an: Wer nicht spure, werde auf das Minimum runtergesetzt und könne gleich aufstocken gehen, also Hilfe vom Staat beantragen. Die LSG bezeichnet diesen Vorwurf als unzutreffend. Das Schreiben sei wegen schlechter Auftragslage verteilt worden. Eines ist aber seltsam. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, auch bei Abrufmitarbeitern darf die Stundenzahl nicht unbegrenzt schwanken. Viele hätten vor Gericht also gute Aussicht auf Erfolg. Trotzdem klagen die wenigsten.
weil sie unter Druck gesetzt werden? Das müssten doch die Gewerkschaften wissen. Ich frage nach und merke, viele fühlen sich für die Abrufmitarbeiter nicht zuständig. Sie haben gar keinen Kontakt zu Mitarbeitern, gar nicht. In Stuttgart treffe ich eine der wenigen Gewerkschafterinnen, die seit Jahren für die Abrufarbeiter kämpft. Christina Frank. Vertritt sie einen Fall, muss sie die Arbeitspläne mühselig durchsehen. Ich habe da echt viel Zeit reingesteckt. Wie viel Zeit? Also ich bin hier schon in der Regel als Letzte häufig aus dem Haus rausgelaufen und auch die Wochenenden dann hier gesessen. Das ist ein unendliches Thema, um die Daten und Fakten zusammenzutragen. Und es ist vom Unternehmen ja auch gewollt. Dass es so kleinteilig und so mühsam ist. Und Sie sind da getrieben von Ihrer Empörung über diese Verträge, oder? Ja, also im Prinzip sind Stundenlöhnerverträge. Und ich finde, das wird die heutige Zeit einen solchen Skandal. Also ich würde diese Verträge nie akzeptieren, ja? Niemals. Und diese Unternehmenspolitik muss man deshalb auch anprangern. Ist einfach asozial. Ihre Kritik ist hart. Kein Wunder. Nach dem, was sie gerade mit den 16 Frauen erlebt hat, die eigentlich gemeinsam gegen ihre Abrufverträge vorgehen wollten. Die Klagen schienen erfolgreich. Das Unternehmen reagierte. Da hatte ich also 16 Klagen. Und nachdem dann klar wurde, dass es echt gefährlich wird für diese Form von Verträgen, hat dann das Unternehmen Leute hingeschickt in die Filiale, die dann denen gesagt haben, also wir könnten euch Vollzeitverträge geben, wenn ihr die Klagen zurücknehmt. Das wäre Zuckerbrot oder Peitsche. Wenn ihr es nicht macht, dann drehen wir euch halt einfach die entsprechenden den Geldhahn runter und ihr habt dann hier nicht unbedingt was zu lachen. Und die meisten haben dann Stück für Stück mit der Zeit die Klagen zurückgenommen. Es ist ein Machtungleichgewicht. Auf der einen Seite eingeschüchterte Arbeitnehmer, auf der anderen die Unternehmen, von denen viele jeden Freiraum im Gesetz nutzen. Die Arbeitgeberlobby fordert sogar noch mehr. Uns liegt ein Strategiepapier des Bunds der Arbeitgeber vor. Darin fordert er, die Politik soll Arbeitszeitflexibilität weiter ausbauen. Und in bestimmten Fällen soll die Ankündigungsfrist verkürzt werden. Wir würden zu gern verstehen, warum noch mehr Arbeit auf Abruf nötig sein soll. Über Wochen versuchen wir, ein Interview zu bekommen, schicken unsere Fragen schriftlich. Alles vergeblich. Mein Eindruck, die Arbeitgeber und ihre Verbände wollen das Thema Arbeit auf Abruf totschweigen. Ist das Strategie? Das will ich von Nadine Absänger wissen. Eine der ganz wenigen, die seit Jahren bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung dazu forscht. Mit uns wollte kein Unternehmer sprechen, warum Arbeit auf Abruf wichtig ist, warum man Arbeit auf Abruf braucht. Nicht mal der Verband, der BDA, wollte mit uns darüber sprechen. Überrascht Sie das? Es überrascht mich nicht, weil die Debatte um Arbeit auf Abruf kritisch geführt wird. Ich denke einfach, dass viele Arbeitgeber auch wissen, dass vielleicht nicht alles ganz koscher ist, was im Kontext Arbeit auf Abruf läuft. Und es wird oft nur aus Sicht der Wirtschaftslobby diskutiert, dass wir weitere Flexibilisierung brauchen. Es ist meines Wissens nach nicht geplant, Arbeit auf Abruf zu reformieren, zu beschränken. Was aus meiner Sicht dringend nötig wäre, steht aber nicht auf der Agenda. Gefragt wäre also die Politik. Derzeit wird das Arbeitsministerium von einer SPD-Ministerin geleitet. Schutz der Arbeitnehmer, das müsste ihr Thema sein. Wir bitten Andrea Nahles um einen Interviewtermin. Ihr Ministerium sagt ab. Deshalb melden wir uns bei einer Veranstaltung an, wollen Sie direkt dazu befragen. Frau Nahles, ZDF Zoom, unser Thema Arbeitszeitflexibilisierung. Eine Frage, die uns seit einem halben Jahr beschäftigt. Warum gehen Sie nicht gegen Arbeit auf Abruf vor? Entschuldigung, aber wir müssen jetzt wirklich in die Veranstaltung rein. Die beginnt jetzt, das ist halb. Also keine Antwort. Ja, das war doch sowieso geplant, oder? Nein, geplant war, dass sie sich ihrer Verantwortung stellt.
Vor allem, weil wir bei der Recherche herausgefunden hatten, auch der Staat mischt bei Arbeit auf Abruf kräftig mit. In Betrieben, die noch immer anteilig in Bundesbesitz sind, etwa die Post. Der Staat hält über 20% der Aktien. Ein Einfluss, den man offenbar nicht nutzt, um gegen ein besonders drastisches Modell der Abrufarbeit vorzugehen. Uns liegt eine sogenannte Rahmenvereinbarung vor, in der sich Menschen bereit erklären, Arbeitseinsätze als Abrufkraft für die Post zu erledigen. Die Post legt sich nicht fest, wann und wie häufig diese Arbeit zu geschehen hat. Zitat: Die Deutsche Post AG und Herr XY sind sich einig, dass die Deutsche Post AG nicht verpflichtet ist, Beschäftigungsangebote zu machen. Und am Ende: Die Ausgestaltung dieser Rahmenvereinbarung entspricht ausdrücklich dem geäußerten Wunsch. Auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit dem Recherchezentrum Korrektiv hatte ich Abrufkräfte bei der Post ausfindig gemacht. Vor einer kleinen Filiale treffe ich Miriam. Sie hat 5 Jahre lang als Abrufkraft gearbeitet. Ein Arbeitsleben voller Unsicherheit. Sie will nicht erkannt werden. Es war nicht unüblich, dass man am Abend vorher um 8 oder 9 Uhr angerufen wurde. Oder auch den Morgen um 6:30, 7 Uhr aus dem Bett geklingelt wurde. Das heißt, Sie waren voll auf Abruf tätig. Das lief so, dass wir jeden Tag, wenn wir angefordert wurden, neu unterschreiben mussten. Da steht dann immer eine Begründung drin von Seiten des Arbeitgebers, warum man kommen musste. Zum Beispiel Krankheit von Kollege X oder Urlaub von Kollege Y. Ich habe es aber auch erlebt, dass eine Begründung angegeben wurde von Kollegen, die schon in Pension waren. Das heißt, Sie haben einen vertreten, der in Rente war schon? Genau, genau. Wenn Sie krank wurden oder Urlaub machen wollten, gab es da Geld dann? Nein, sowohl kein Urlaubsgeld und auch kein Krankengeld oder Ähnliches. Wie viele solcher Einzelverträge oder Einzelarbeitszettel haben Sie abgeschlossen in Ihrer Zeit? Oh Gott. Also dadurch, dass ich mehr als 5 Jahre da war. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich 400 bis 500 Arbeitsverträge zu Hause habe. Die Post will sich zu Miriams Schilderungen nicht äußern. Ganz allgemein teilt man uns mit, Abrufkräfte würden nur in Spitzenzeiten eingesetzt. Und? Jeder Interessent an dieser Beschäftigungsform kennt von Beginn an die Rahmen und Einsatzbedingungen und hat jederzeit die Möglichkeit, das Beschäftigungsverhältnis wieder zu beenden. Da muss man aber erst mal einen neuen Job finden. Miriam hatte Erfolg. Sie arbeitet inzwischen in einer ganz anderen Branche. Postgewerkschafter Michael Wittig sagt, er höre häufig Geschichten wie die von Miriam. Also von Mitarbeitern im Dauerabruf. Nach derzeitigen Zahlen, die uns zur Verfügung stehen aus dem letzten Jahr, gehen wir von weit über 5000 Abrufkräften bei der Deutschen Post bundesweit aus. Könnte nicht der Staat seinen Einfluss geltend machen, um diese Abrufpraxis abzustellen? Wir haben in den letzten Jahren mehr und mehr versucht, den Staat da auch in die Pflicht zu nehmen, weil er größter Anteilseigner, Einzelanteilseigner bei der Deutschen Post ist. Leider Gottes ist uns das nicht gelungen. Das heißt, der Staat spart genauso dann an den Abrufkräften wie jeder Unternehmer am freien Markt auch? Genau, wie jeder Investor der Deutschen Post spart der Staat und hat natürlich dann, wenn die Deutsche Post genügend Gewinn gemacht haben, auch entsprechend die hohe Dividende. Es gibt in der Bundespolitik nur ganz wenige, die fordern, diese Praxis zu stoppen. Beate Müller-Gemmecke ist Abgeordnete der Grünen. Sie hat die Bundesregierung schriftlich befragt, warum gibt es Abrufverträge bei der Post? Die Antwort: Personalfragen seien Sache der Geschäftsleitung. Und? Der Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich der Bundesregierung ist nicht berührt. Ja, das ist natürlich ganz einfach, wenn man sagt, wir sind nicht im operativen Geschäft. Wir schauen da nur zu und von daher wissen wir auch nichts. Das ist ganz leicht, sich da rauszuziehen. Das sehe ich ganz anders, weil ich denke, in dem Moment, wenn die Bundesrepublik Deutschland ein großes Unternehmen hat oder Anteile dran hat, dann trägt sie natürlich auch Verantwortung. Und ich finde, dass wir sehr wohl auch das Recht haben, zu wissen, wie die Bundesregierung in diesen Unternehmen tatsächlich verfährt und was sie dort fordern. Würden Sie erwarten, dass die Bundesregierung bei Unternehmen in Staatsbeteiligung durchsetzt, dass auf Arbeit auf Abruf verzichtet wird?
Ja, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, weil für mich hat die Bundesregierung Vorbildfunktion und sollte von daher ganz normale sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anbieten. Wir schicken dem Bundesarbeitsministerium detaillierte Fragen zu allen Vorwürfen. Als Antwort bekommen wir nur eine allgemeine Erklärung zur Gesetzeslage und die Bemerkung, Arbeit auf Abruf sei notwendig, weil eine dynamische Wirtschaft in einem gewissen Umfang auch flexible Jobs braucht. Das ließe sich aber auch ohne Arbeit auf Abruf erreichen. Man könnte es so machen wie unsere Nachbarn. In Österreich haben der Gesetzgeber und Gerichte die Abrufpraxis gestoppt. Der oberste Gerichtshof urteilte sogar, Arbeit auf Abruf sei sittenwidrig. Was daraus folgt, will ich mir genauer ansehen. Auch hier in Wien gibt es H&M. Arbeiten hier tatsächlich nur festangestellte Verkäuferinnen, keine Flexkräfte? Zur Erinnerung. In Deutschland sind es, laut einer Betriebsratsbefragung, bei knapp einem Viertel der Filialen über 40%. In Österreich gibt es ein paar Samstagsaushilfen, aber vor allem eine ganz normale Kernbelegschaft. Waltraud Zorn ist seit 20 Jahren bei H&M festangestellte Verkäuferin. Ihr ist Arbeit auf Abruf nie begegnet. Der Schichtbetrieb ist klar geregelt. Wir haben Vereinbarungen, die genau sagen, wie ich in den nächsten 4 Wochen arbeiten werde. Und vom Stundenausmaß ist es dadurch auch klar. Also auch der Verdienst. Und deswegen unmöglich, so etwas bei uns zu machen. Also wenn ich eingestellt werde, weiß ich, wie viel ich verdienen werde. Genau, auf den Cent genau. Was denken Sie, wenn Sie das aus Deutschland hören? Eine ganz schwierige Situation, weil ich glaube, dass das so das Leben ganz schwer planbar ist. Also für mich unvorstellbar. Zahlt der Kunde den Preis für die besseren Arbeitsbedingungen? In Deutschland hatte ich eine Kinderjacke und eine Bluse gekauft. Zum Preisvergleich, der Test in Österreich, genau wie in Deutschland, kosten Bluse und Jacke 24,99 und 19,99. Für den Kunden scheint es also egal zu sein. Und was sagen die Arbeitgeber? Von H&M auch in Österreich keine Antwort. Andere sind offener. Ich bin mit dem Personalchef einer Drogeriemarktkette verabredet. Wenn man mit einem Unternehmer spricht oder mit einem Unternehmensvertreter, erwartet man ja, der schreit nach mehr Flexibilität. Ist das bei Ihnen so? Also wünschen Sie sich deutsche Zustände auch in Österreich? Wir sind sehr zufrieden mit dem, wie es funktioniert. Flexibilität funktioniert ja nicht einseitig. Wenn es kein Geben und Nehmen ist, wenn die Kollegen nicht wissen und spüren, dass ihre Bedürfnisse, die sie haben, auch relevant sind für die Arbeitszeitgestaltung und nicht nur der Bedarf des Unternehmens, wird es nicht funktionieren. Und wir haben unsere Kolleginnen in den Filialen sind dadurch natürlich auch entspannter, sage ich mal, weil sie mehr Planbarkeit haben. Das heißt, sie können auch besser begeistert auf den Kunden zugehen. Ich frage nochmal, schielt man nicht doch neidisch dann auf das große Nachbarland und sagt, ach man, solche Verträge, die mir als Unternehmer da quasi carte blanche lassen, hätte ich auch gern? Oder sagen Sie, das will ich gar nicht? Also ich kann für DM sagen, wir wollen das nicht. Wir streben an, dass wir langfristige Zusammenarbeitsbeziehungen haben. Nur so kann man das auch gemeinsam ausgestalten. In Deutschland dagegen werden Abrufkräfte gnadenlos ausgebeutet. Arbeitgeber halten sich ein Heer von Arbeitswilligen. Hochflexibel und kaum geschützt, ermöglicht und geduldet von der Politik.